Jo, schönen guten Morgen. Montag 9 Uhr und 14 Minuten und bei 2 Grad minus bin ich jetzt unterwegs zu meinem leider bisher einzigen Ticket nach Konstanz. Jo, ich brauche jetzt erstmal so eine Dreiviertelstunde schon. Jo, ich bin jetzt kurz vor Konstanz übrigens bei ja, mittlerweile 2 Grad, also ist schon deutlich wärmer wie bei uns. Und ja, verkehrstechnisch ist auch wenig los. Ja, wahrscheinlich überlegen sich die meisten Leute, bevor sie ins Auto steigen bei den Spritpreisen, ob sie wirklich fahren müssen oder ob sie vielleicht auch was anderes zum Fortbewegen nehmen können. Ne? Muss nachher gucken, was der Sprit kostet. Ich fahre nachher mal an der für mich teuersten Tankstelle der Region vorbei in Konstanz, da bin ich mal gespannt. Ich bin jetzt gleich mit meinem ersten und ihr habt bisher leider einzigen Kunden heute. Und zwar war ich da schon mal letzte Woche, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Da haben wir zunächst mal den Serverraum nicht gefunden und danach haben wir den Router nicht gefunden. Ja, jetzt schauen wir mal, ob heute ein Router auffindbar ist, weil wo der Serverraum ist, das weiß ich jetzt mittlerweile. Der Servicetechniker ist im Anmarsch. Ja, da bin ich wieder. Erinnert sich vielleicht der eine oder andere, ne, an diesen Serverschrank, an diesen Datenschrank, der nicht ganz zugeht. Und der Router ist auch da. Also, jetzt kann losgehen. So, da bekommt ihr eine neue Leitung über das Kabelmodem. Und jetzt werde ich den erstmal so hier schon in Betrieb nehmen. Gucken, ob alles funktioniert. Und dann baue ich den ins Rack irgendwie ein. Und da der auch Mobilfunk-Backup bekommt, habe ich jetzt mal die Antenne draufgeschraubt. Wie gesagt, im Moment vorläufig alles, um zu checken, ob alles funktioniert. Ja, es hat sich herausgestellt, dass es ja ein Ersatzrouter ist, dass hier keine SIM-Karte mitgeliefert wurde. Also LTE-Backup wird heute auch noch nicht funktionieren. Ja, auf Kundenwunsch habe ich den Router jetzt mal aufs Rack draufgestellt, weil hier fliegen wohl ein paar Sachen raus. Dann baut der Kunde selber um. Ja, also der Auftrag hier ist wirklich zäh, ne? Also wahrscheinlich muss ich hier nochmal ein drittes Mal hin, ne? Unglaublich. Weil, ja, ich hab's ja schon gesagt, beim ersten Mal war der Router nicht auffindbar, obwohl er hergeschickt wurde. Ne? Das heißt, jetzt fehlt hier erstmal ein Router. Dann wurde jetzt beim Ersatzrouter vergessen, eine SIM-Karte mitzuschicken, so dass man das Mobilfunk-Backup nicht in Betrieb nehmen konnte. Und ja, ich gehe mal davon aus, da wird es dann noch einen dritten Auftrag geben. Ja, jetzt habe ich gerade mit ein paar Disponenten gesprochen. Im Moment geht leider gar nichts. Ich mache jetzt mir aber mal den Spaß und fahre an der teuersten Tankstelle hier in der Gegend vorbei und schau mal, was die gerade für Spritpreise haben. Ja, ich bin an der teuersten Tankstelle hier in der Region. Hoffentlich, dass ich hier nicht überfahren wird. Ja, abartig. Ich zeig's euch. So, haltet euch fest. Das sind die aktuellen Spritpreise hier gerade an einer Aral in Konstanz. Keine Autobahnraststätte übrigens. E10 2,10 Euro, Super 2,16 Euro, Ultimate 2,38 Euro, Diesel 2,07 Euro. Ultimate 2,28, also abartig, ne? Wer bietet mehr?
Dann würde ich mal sagen, die Challenge ist eröffnet. Ne? Also ich habe ja gerade die Preistafel reingepostet bei Insta und Facebook. Und wenn ihr sagt, ja, bei uns ist teurer, dann schickt ein Bild rein in irgendein Forum. Ne? Insta oder Facebook. Bin mal gespannt, ob es wirklich noch teurere Tankstellen gibt in Deutschland. Ne? Ja, erstmal reif für die Klapse nach den Preisen. Ja, links geht's auf die Reichenau. Die berühmte psychische Klinik. Aber ich biege rechts ab, keine Sorge, zu Lidl, weil ich habe Kohldampf. Jo, Frühstückspause beendet. Er ist jetzt schon rückwärts fahren, anstatt vorwärts. Ja, und habe jetzt auch noch kurz einen TikTok hochgezogen zu der Thematik, ne, Spritpreise. Abartig, wirklich. Und da muss man sich jetzt noch mehr überlegen, welche Aufträge man annimmt und welche nicht. Ne, weil ja, irgendwann ist es natürlich mal alles irgendwo unrentabel. Ja, ich fahre jetzt gemütlich nach Tuttlingen. Gemütlich natürlich wegen Spritverbrauch. Klar. Und bin natürlich Standby, falls nur irgendwas geht. Ne? Schauen wir mal. Ja, wer sich die Frage stellt, was macht ein unterbeschäftigter Servicetechniker denn so? Ja, ganz einfach, ich habe jetzt gerade ein paar Termine geplant für die Woche, habe noch ein paar Anfragen gestellt, zwecks Spleißgerät, ne? Das wird auf jeden Fall demnächst aktuell bei mir. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen spazieren laufen. Im Park, bei herrlichem Wetter, könnte ein bisschen wärmer sein.